Recht herzlich willkommen zur 206. Folge von City Skylines. Ja, wir waren hier irgendwo, wo müssen wir drehen? So rum, ich glaube so rum, bei dieser tollen Bergautobahn, die irgendwie total überlastet ist, wo da stundenlange Staus entstehen und keiner so wirklich weiß, warum. Weil hier fließt es wieder und da stehen sie, ne? Das ist hier irgendwie... Hat aber wohl eher damit zu tun, dass das Spiel scheiße programmiert ist, weil guck mal hier, da ist dreispurig, dann wird zweispurig, aber hier ist gar keine Baustelle. Und man könnte einfach weiterfahren, ne? Läuft, oder? Hier oben stehen sie auch wie bekloppt, da wollen sie sogar noch drauf. Ja, es ist die Frage, was machst du, damit es besser wird? Eigentlich müsste man das hier erstmal wegnehmen, glaube ich. Weil die hier lang fahren, ne? Wo fahren die lang? Der fährt da jetzt drauf. Und fährt weiter, okay. Ich glaube, wir reißen erstmal diese Auffahrt ab, ey. Durch diese Auffahrt ist vielleicht der Verkehrsfluss gestört. So, jetzt weg. Zack, zack. Und jetzt fließt der Verkehr definitiv schon mal etwas besser. Aber noch nicht gut genug, weil hier ist das gleiche Problem, ne? So, das muss... Ja, ihr beiden dürft nur abbiegen und dann ist Feierabend. Ja, kommen gerade noch so viele, ne? Und jetzt kommt's weg. So, Dino war da drauf. Mit Feuerwehr und so. Oder wer es auch immer ist. Krankenwagen, Polizei. Lass mal die drei Wagen da gerade drauf, ey. Zwei, einer, fertig, weg. Die müssen warten, das glauben sie nicht. Am Blaulicht an und nö, die dürfen nicht drauf fahren. Und jetzt stehen sie alle hier, ne? Jetzt haben wir das Chaos hoch 10, weil es hier unten nicht weitergeht. Die ganze Autobahn staut sich hier. So, weil die da runter wollen. Und wollen wohin, das ist hier die Frage, ne? So, das müssen wir mal gucken, ne? Wie war das hier? Da. Oh, ja, jetzt fahren sie richtig gut. Jetzt fahren sie richtig gut. Schnell. Warte. Komm, zack, hin da. Fahren alle im Kreisverkehr wieder zurück. Das hat ja gut funktioniert gerade, ne? Aber keiner weiß, dass es die Straße gibt, doch jetzt. So, aber das passt ja nicht. So, mal gucken, warte mal, das war hier, ne? Da war das. Da kann man sehen, wer wohin fährt, oder? Der fährt da lang. Die kommen von da und fahren nach da. Das ist das Krasseste, oder? Straße, Vorfahrtstraße. Was willst du da jetzt machen, ne? Die stehen jetzt alle im Stau. Hier unten geht nichts voran. Irgendwie muss das umgebaut werden, aber wie? Wir haben ja schon mal so einen Tunnel gemacht zum Beispiel, aber der ist ja nicht so relevant, ne?
Ah, da müssen wir nochmal das Ganze hier so haben. Kommen von da, fahren da runter. Gibt es hier keine Abfahrt? Haben noch eben nur die Auffahrten kaputt gemacht, oder? Das ist das Problem, oder was? Weil es hier keine Abfahrten gibt. Auf dieser Strecke gibt es keine Abfahrten. Haben wir die weggebaut, oder? Das ist jetzt die Frage, ne? Da haben wir die weggebaut, aber ich weiß es nicht mehr. Wir müssen das Tool nehmen, ja. Aber dahin wäre auch doof, ne? Das ist denn hier jetzt. Das ist denn das da? Keine Ahnung. Zack, mal so hin. So, jetzt ist die Straße da. Jetzt können wir aber hier runterfahren, wenn. Aber die fahren doch alle geradeaus, ne? Hier ist eine Abfahrt. Oh, die geht da hinten hin. Ah, jetzt wird diese das angenommen. Aber von sehr wenigen Fahrzeugen. Die stehen natürlich immer noch alle im Stau, ne? Ah, es ist schwierig, das in den Griff zu kriegen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, ne? Also eigentlich, die kommen von da hinten überall, aber hier müsste was runter. Hier machen wir noch eine Abfahrt hin. Oh, jetzt fahren sie hier immer schneller, aber auch nur so ein Stück, weil da wahrscheinlich welche aufgelöst werden an Fahrzeugen, ne? Das könnte auch sein, ne? Hier gibt's keine Abfahrt, ne? Nur Auffahrten. Hier ist eine Abfahrt. Das ist das größte Problem wahrscheinlich. Okay. Hier staut sich's überall. Die Abfahrt nimmt jetzt gar keine an, ne? Ja, dreispurige Autobahn und keiner nimmt alle drei Spuren. Das ist auch komisch. Jetzt der erste, der da runtergefahren ist, oder? Fährt noch einer. So, jetzt müssen wir weiter gucken. Die Abfahrt ist hier. Ah, guck mal, die Autobahn ist jetzt hier schon leerer geworden. Weil hier welche runterfahren können, okay. Ja. Na. So, und jetzt staut sich's hier natürlich. Und diese Autobahn ist jetzt hier komplett leer. Hier stehen nur die Müllwagen, die da irgendwo hin müssen. Ist aber auch erstmal soweit gut noch. Weil hier sich jetzt nichts mehr zurückstaut. Jetzt staut sich's da zurück. Ah, jetzt fließt's hier wieder. Und die meisten davon wollen aber hier runter.
Aber hier unten müssen wir vielleicht zweispurig machen. Einmal Straße. Das hier, ne? Nein, dann müssen wir das machen. Dann können links und rechts sich die teilen, oder? Dann sieht man wenigstens, die meisten fahren rechts, ne? Die wenigsten fahren links. Und dann fahren die wieder rechts, oder? Aber das ist alles okay, weil der Stau wird weniger hier. Jetzt haben wir hier das Problem dann. Ja. Zu hohes Verkehrsaufkommen, oder wie soll man das sagen? Wie sieht's hier aus? Schlecht, fährt kaum einer runter. Da ist ein Auto, da noch einer. Ja. Aber hier stehen sie auch schon. Die stehen immer weiter, ne? Irgendwie nicht gut. Irgendwie nicht gut. So, die fahren hier runter. Das ist ja auch okay so. Krankenwagen da in der Schlange. Wie können wir diese Strecke noch verbessern? Das ist die Frage. Die wollen alle da rein. Geht auch, aber boah, da ist überall Rückstau. Tja. Und das sind alles Dingens, ne? Wie heißt es? Müllfahrzeuge viele, ne? Hier sieht das jetzt ganz gut eigentlich aus. Kann man mit leben. Warum die da wieder zurückfahren, ist die nächste Frage, aber ist so. Hier regelt sich's gerade so ein bisschen auch, kann das sein? Hier stehen sie schon nicht mehr, weil sie jetzt hier auch runterfahren, oder wie? Jo. Okay, dann ist es jetzt besser geworden. Die haben jetzt diese Abfahrt auch angenommen. Stellt sich die Frage, ob man nicht... Ja, hier gibt es ja eine Abfahrt, ne? Aber sinnig wäre hier noch rüber, ne, oder? Checken wir doch mal. Abfahrt bauen. Jetzt muss nur blau werden, ne? Haben wir doch gerade so. Jetzt will er da nicht andocken oder was?
Gut, dann nochmal weg. Das letzte Stück hier. Und nochmal hin. So, jetzt hat's geklappt. Müssen wir nur gucken, ob sie da auch runterfahren. Da geht es zum Container-Terminal und da gibt es auch jetzt Fahrzeuge, die runterfahren. Könnte sein, dass es funktioniert, ja. Ja, jetzt ist der Rückstau noch hier, ne? Schäbig. Muss man in jeder Ecke einen machen. Jetzt haben wir da eine Abfahrt. Das würde bedeuten, hier müssten wir auch noch eine Abfahrt haben, vielleicht. Nach hier rein. Komm, probieren wir aus. Zack. Gucken wir mal, ob es besser wird. Ah, hier stehen sie schon Schlange bis auf Autobahn. Sieht aber aus, als ob das alles soweit geht. Hier wird natürlich jetzt auch runtergefahren. Da stehen sie noch Schlange. Und hier hat sich's entlastet. Hier ist auch Entlastung. Also hier ist alles gut. Da auch. Hat also definitiv mit den Abfahrten zu tun, die zu wenig waren oder an der falschen Stelle. So, da haben wir eine. Und da haben wir eine. Und da staut sich's bei beiden zurück auf die Bahn. Das ist schlecht. Aber hier ist auch, okay, da ist auch noch eine Abfahrt. Und diese hier wird kaum frequentiert. Das gefällt mir nicht hier. Müssen wir mal gerade die Kreuzungsregelung hier angucken. Eine tolle Ampel. Mach das mal aus. Und dann die Ampel aus. Und hier Stoppstraße und da Stoppstraße. Gucken, dass die von der Bahn da als erstes fahren. Rückstau auf der Bahn. Entzerrt sich, glaube. Dafür stehen sie jetzt hier. Jetzt fließt da der Verkehr besser, vielleicht. Dafür ist diese Straße schlechter bedient. Jetzt allerdings geht das. Würde ich jetzt so machen, ne? Gut. Ja, lass so. Autobahn ist hier frei, das ist gut. Hier knubbelt sich's wieder. Ist aber insgesamt gesehen noch, glaube ich, gut. Hier könnte es ein bisschen besser sein. Gucken wir hier nochmal die Kreuzung, wie die aufgebaut ist. Ah ne, ich wollte das jetzt hier nicht mehr. Ich hätte gern wieder das hier. Achso, ist sowieso einmal in Straße, ne? So. Hier ist eine tolle Ampel. Machen wir so, dann fahren die da auch schneller raus. Das geht. Da nicht.
So, Autobahn nochmal angucken. Ist hier frei. Ist jetzt komplett frei. Läuft, ne? Alle Abfahrten sind jetzt passend wohl. Kommen wir mit klar, hier ist eine Ampelanlage. Ja, ist er halt. Gut, dann haben wir die Bergautobahn in der einen Richtung schon mal erledigt. Jetzt müssen wir noch gucken, ob wir den Verkehr da wieder drauf leiten können. Weil da haben wir ja was weggenommen. An zwei Stellen. Ja, hier knubbelt sich jetzt gerade wieder. Wäre dann zu überlegen, ob man hier noch eine Abfahrt haben könnte. Aber das wäre ja diese. Und die ist nicht frequentiert. Ja. Gut, aber ich würde sagen, das machen wir alle in der nächsten Folge mit der Bahn weiter hier. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.